Moin oder was? Wir sind in der Gruga hier. Wir haben uns gerade ein bisschen auf. Gehen gleich weiter zum nächsten Spot. Jan will eine geile Dive Roll machen. Ich will. Ha, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Wir schlappen sie mittlerweile auch nicht mehr, die Jüngsten. Deswegen ist das Motto auf, wenn wir schon Mikrowellen abgelaufen bei uns leider. Dwayne, what's the warm-up? Yeah, some corn drops, it's good for your knees. Big one, big one, big one. I wish you a nice flight and a good warm-up. Have a nice flight. Thank you. Ich würde sagen, wir starten mit ein paar kleinen Warm-up-Challenges. In diesem Sinne, let's go. Oh, nächste kleine Challenge geht für beim Rail. Go. Let's go, pressure on you. Oh, Alter. Hör mal, Etta, soll ich dir mal sagen? Wenn ich jetzt, dann Etta. Oh. Ja, das sag ich dir, oh. Sag ja. Ah. Zack. Hilft immer. Ja, sicher. War, glaube ich, gut. Ette, leg los mit der ersten Line. Ich würde sagen, 3, 2, 1, los oder was? Oh. Oh, ja, sicher. So finde ich persönlich, können die Sessions anfangen mit einem richtig schönen Schinner. Ja, komm. Nice, Alter. Ja, was sick, aber geht besser noch, oder? Geht besser auf jeden Fall. Fuck! Das Umgreifen ist schwer, weil ich habe die Hände so und muss beim Hochspringen umgreifen und dann in den Popcast rein. Und das mal so schnell zu checken, erfordert Abitur und das habe ich nicht. Das hat er echt nicht. Ja, das Umgreifen. Nein, das wäre aber gut gewesen. Ah, Mann. Okay. Okay. Oh. Nein! Oh, das zieht dir alles auseinander, ne? Hm. Alter, Mann! Oh, wahrhaftig, Alter. Ich habe leise Hoffnung, dass gleich schon wieder ein Ausraster kommt. Nein! Junge! Mann! Mann! Blute schon. Junge. Sag ich ja. Scheiße. Alter, was ist das denn jetzt? Komm, nein. Digga, was mache ich da? Ey, kurze Frage, was denkt ihr? Wie viele Runden schaffe ich noch? Da sieht man nichts. Was? Nix. Ja, ja. Yes. Komplett gerippt. Geil, Alter. Ja. Sag her, das Viech. Geh halt komplett auf. Ja, aber nice, aber besser geht's jetzt leider nicht. Zack. Was macht das Viech hier? Salamalakum, ja Salami. Salamalakum, Freunde. Also ich wollte gerade noch ankündigen, dass das Viech heute mal ausnahmsweise nicht dabei ist, aber da ist es angehopst gekommen. Hör mal, Dwayne, dann mach dich doch mal eben nützlich und erklär uns, was Phase ist hier. Hier sind ganz viele Kinder, Jan will eine Dive machen, das ist ein Problem für sich. Geiler Jump, aber Full House und sehr harter Sand. Dazu befragen wir meinen Baumeister, würde ich mal eben in den Raum werfen. Baumeister? Moin. Also, was soll ich euch erzählen hier? Bis hier ist absolut alles voller Erde, da ist so viel Sand drauf. Aber ab hier sind auch nicht wirklich besser. Baumeister, gibt's das okay für den Front? Okay. So, ich habe seit Tagen Schmerzen am Knie und ich weiß nicht genau, was das ist. Das kam von jetzt auf gleich. Wenn es was Angerissenes ist, wird das jetzt durchgerissen und dann wissen wir auf jeden Fall, wo der Ursprung der Schmerzen sind. Das sieht gut aus. Ich würde sagen, du solltest rein in den Holger. Kein Bänder ist. Aber die Schulter ist noch nicht ganz, hab ich jetzt gemerkt. Ach so. Junge, da denkst du doch auch nicht dran. Nee. An der Rolle denkst du ja nicht bei der Landung. Ja, ich hatte nur noch Knieschmerzen. Meiner Schulter ging es wieder gut. Da habe ich ja nicht mehr dran gedacht. Scheiße, ey.
Finn und ich haben gerade erfolgreich beide den Frontflip gemacht. Ette, der Hangus-Sohn, hat natürlich nicht auf Play gedrückt. Dwayne's Schulter tut noch weh als vorher. Und wir haben das Ganze direkt hintereinander gemacht. Ich würde sagen, ich schmeiß mich direkt nochmal rein. Ette kommt als Bestrafung direkt hinterher. Wenn er dann nicht mitzieht, dann gibt's richtig Schelle. Und Dwayne legt sich in eine Ecke und kuriert die Schulter aus. Ey, so eine Kacke. 3, 2, 1. Efficiency AF. Oh, ich sag doch, wir kommen hier zum Medizintutorium. Oh. Der Freerunning-Schlappen. Oh, das ging ein bisschen Sprunggelenk. Hoffentlich. Oh. Zwei Verletzte, ein Überlebender. Das heißt, der eine Überlebende muss sich auch noch irgendwie wehtun. Die for next. Ziemlich weit, dafür nicht so droppig. Ein bisschen Sand zusätzlich schade, aber trotzdem nicht, würde ich behaupten. Moin! Ich würde es ungefähr mit der vom Treppenabgang vergleichen. Ja! Deswegen gibt es auch eigentlich keinen Weg drumherum. Deswegen sollte ich einfach machen und Schnauze halten und reinfliegen. In diesem Sinne Schnauze halten, reinfliegen, zack. Klassischer Fall von Spotblocker, oder? Bob. Stick auf den Kopf. Das war null Rolle, das war einfach nur Spaß in den Backen und im Brustkorb war dann auch Spaß. Ich wollte in letzter Sekunde einfach nur noch irgendwie Weite generieren, den klassischen Superman gemacht. Oh. Und das war einfach nur Spaß, das war einfach nur geil. Oh, mit einer Rolle hatte das wahrlich nichts zu tun, ne? Aber tut trotzdem nie weh. Das ist der Spaß daran. Alter, Double. Send it. Oh. Oh. Ah, fuck. Alles okay? Alter Lachs! Das ist mal ein Welcome zum Greiper Kurpark, wie er im Buche steht. Das ist die zweite Fortsetzung des Vlogs von der Kruger. Das ist der Wahnsinn, glaube ich. Scheiße, ey. Alles okay bei dir? Ja, ja. Ich hab nur nicht richtig getackt. Ja, nach so einem Wahnsinnsempfang wollen wir auch mal ins Training starten, ein paar Aufwärmflips und dann mal schauen, was dir heute noch so passiert. Wir haben auf jeden Fall Spaß, lange nicht mehr richtig gescheit, einfach nur trainiert, deswegen, ja, rein in die Luzi. Oh. Ja. Man sollte erwähnen, es ist mal wieder richtig geil warm endlich nach dem Winter, deswegen wird in Wassermelonen trainiert. Aber konnte nicht loslassen. Da kriegt man doch einfach nur richtig Bock. Abgebogen. Komm, Junge. Tut jetzt auch schon weh, ich. Ja, sicher, Alter. Hey, geht doch. Mal runter, das Ding. Da ist er doch. Alter, bin ich stecken geblieben. Alter, ich hab's doch, ich hab... Junge, meine Füße sind so. Die waren hier drin. Alter, ich hab mich so in die Hose gemacht. Ne? Alter, das ist schon richtig geiler Ding, ey.
Alter Lachs. Ist das geil, oder? Ja, sehr. So, wir sind jetzt hier ein bisschen drin versunken, Stunt Video 3 durchzuplanen. Die Dwayne, Alter. Die Dwayne, Junge. Du schäbiger Specht, du. Die Line hat Dwayne mal eben aus der Arschritze gezogen, nach einer Stunde pausieren. Ich mach noch eben Frontflip und dann schauen wir mal, ob das vielleicht war. Oh, den hätte ich stompen können, ey. Eigentlich eine geile Idee. So, wie Jan gerade schon versprochen hat, stompt er jetzt den Flip da oben runter, allerdings nicht den Frontflip, sondern den Sideflip, weil der Frontflip zu hart ist und er lieber den Sideflip machen möchte. Soll ich nochmal erwähnen, dass er jetzt den Sideflip macht? Ja, sicher mache ich das. Jan macht jetzt den Sideflip und stompt die Scheiße! Was haben wir denn da? Was wir da haben? Wir haben da Senf! 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 Du alter Senfbraten! Senf! Spaß gemacht, mal wieder. Immer wieder geil, den Knorpel zu bumsen, ey. Macht jedes Mal aufs neue Spaß. Don't.